Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier auf meinem Kanal. Heute ist der Medal of Honor Warfighter Multiplayer mal dran. Ich habe mir das Spiel vor wenigen Tagen mal zugelegt im Zuge der Nimm 3 Zahl 2 Aktion in einem Elektrofachmarkt. Und ja, ich wollte das einfach mal ein bisschen zeigen. Ich habe jetzt so zwei Runden gespielt. Weiß selber noch nicht so richtig, wie das hier alles funktioniert. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr kompliziert finde, um einfach mal schon mal darauf zu gehen, mein Soldat, genau hier, dann Soldat modifizieren, dann okay, dann hast du hier deine Klassen, Angreifer, Kanonier, Spec-Offs im Moment, die kann man auch freischalten. Dann kann man hier noch auf Einheit anpassen, gibt es hier noch extrem viel, also es gibt schon, ja, doch ganz schön viel zum Freischalten. Da werde ich mich noch mal ein bisschen näher befassen, vielleicht irgendwann noch mal ein kleines angespielt mal oder beziehungsweise einfach mal so ein paar Live-Commentaries. Habe ich eigentlich auch mal wieder Lust drauf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in ein Spiel. Spielersuche. Ja, gehen wir mal auf Spielersuche. Reale Ops, was sind das? Playlist mit Kampfeinsatz und Kriegsgebiet Moni. Intensiver Modus mit minimalen HUD und Teambeschuss. Ah, nee. Alle Home Runs, was sind Playlist mit ausschließlich Home Run Moni. Wir nehmen meist noch Runden, indem du die Flagge nach Hause bringst. Hä? Machen wir mal ganz einfach Team Deathmatch. Weil, keine Ahnung. Ich habe zwei Maps, habe ich glaube ich gespielt bis jetzt. Die ist auch schon wieder neu. Also so richtig eingespielt bin ich noch nicht. Aber es wird schon. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ja, Team Deathmatch regeln. Zwei Teams treten im Deathmatch gegeneinander an. Das Team, was als erstes 75 Punkte hat, gewinnt. Richtig. Fireteam Echo, Punkte 174. Yeah. Schön, dass er schon 174 Punkte hat. Wir nehmen mal den Kanonier. Wen spawnen. Und da sind wir auch schon da. So, wir haben hier ein MG. Ihr explodiert, das ist toll. Aber ganz schön langsam hier. Mhm. Ein doofes Visier. Kann man das umschalten? Nein, kann man nicht. Ich habe ein GL gehört. Gucken wir mal nach da unten. Sieht nicht so aus, als ob hier. Ich habe wieder ein GL gehört. Es wird von hier sein. Da drüben ist einer. Und bam! Kopftreffer! Haha! Oh, hinter uns ist einer. Den haben sie anscheinend schon. Was ist denn hier los? Mensch, hier ist was los. Da drüben ist wieder einer. Da auch. Kann man da durchschießen? Kann man anscheinend nicht. Zum Glück haben wir MMG und müssen nicht so sehr nachladen. Ich habe nämlich... Was ist denn das? Achso, hier kann man spawnen. Das ist ja praktisch. Wow. Wir schmeißen einfach mal eine Granate. Was war das denn? Ah, cool. Da war doch gerade einer. Jetzt haben wir eigentlich eine Zweitwaffe. Eine Pistole. Okay. Soldaten mit Hilfe. Wow. Einfach mal diese tollen irgendwas Granaten hinweisen. Hinschmeißen. Hinter uns war auch noch einer. Habe ich gerade so ein bisschen gesehen. Ich hörte auch was. Ja! Was denn? Ach, er hat mich mit der Schrotflinte getötet. Schön. Blackhawk spawnen. Cool, wir können beim Blackhawk spawnen. Ist natürlich praktisch. Machen wir das doch mal. Aber irgendwie haben wir uns da nicht abgeseilt. Egal. Wo sind wir? Was ist das hier oben? Was fliegt das so rum? Kann das abschießen? Anscheinend nicht. Egal. Weiter geht's. Wir haben unendlich Munition. Was geht ab? Wie gut? Oh, und von hinten. Und da stirbt mein Teamkamerad gleich auch noch. Der Messer dem bestimmt. Oh Mann. Okay, ich wollte eigentlich gerade die Klasse wechseln. Aber. So, wir führen im Moment, habe ich
sehe ich gerade so ein bisschen. Die haben hier extrem Stellungskrieg. Habe ich. Wow. Wie cool. Das dauert zwar extrem lange. Ah ja, hier kann man ja übelst rumcampen. Ui. Ah, der Blackhawk lebt aber noch. Toll, jetzt wo einer kommt. Ist gar nicht so einfach hier. Mal aufsetzen. Wir haben gewonnen. Yeah. Gut, ich habe kaum was mitbekommen, aber wir haben gewonnen. Warum haben wir gewonnen? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich habe gerade gesehen, dass wir anscheinend die ganze Zeit mit dem Team gelabert haben. Deswegen war ich jetzt gerade mal gottsruhig. Warte mal, Audio. Scheiße. Wie gut. Okay, wir haben die ganze Zeit voll gelabert, dann hoffentlich haben die uns nicht verstanden. Wie kann man das denn ausschalten? Audio? Geht das überhaupt? Video? Na, da bestimmt nicht. Spiel, so, nochmal. Zielhilfe an? Nein, ich will keine Zielhilfe. Wo kann man das denn? Textchat-Kanäle? Nee. Scheiße, wo kann man das denn umstellen? Maus bestimmt auch nicht. Tastenbelegung. Audio? ja. Das ist jetzt natürlich super, dass wir die ganze Zeit mit den Typen da reden. Scheiße. Wo kann das denn ausstellen? Ich will nicht die ganze Zeit mit den Typen reden. Ducken, umschalten, Waffen zoomen, halten. Maus. Na, bestimmt nicht. Tastenbelegung. Chat. Chat an aus. Hier. Mit allen Chatten, mit Teamchatten. Apache-Pilot. Nach rechts schauen, nach links schauen. Aha. Auto. Okay. Ja, eigentlich ja hier, aber irgendwie auch nicht. Okay, bis ich das gefunden habe, breche ich mal kurz die Aufnahme ab und melde mich wieder, wenn ich das gefunden habe. Bis gleich. Hallo Leute, und ja, da sind wir wieder zurück. Ups. Ja, anscheinend, wenn ich jetzt hier so gucke, rede ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das eben war. So, ich bin jetzt hier mitten in der Runde, ihr seht schon, ich habe 4 Kills, ohne einmal gestorben zu sein. Und gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt mal eine andere Klasse gewählt mit dem G3. Und da wird man sofort von der Seite erschossen. Toll! Scheiße. So, wir haben neue Freischaltungen. Hocken, UDT, Ziel, Scharfschütze. Wir haben Scharfschütze freigeschaltet. Cool. So, jetzt bauen wir mal beim Blackhawk. Yeah! Ich habe immer noch... Wir denken, ob das nicht wirklich durchkommt oder Alter. Hier ist was los. Egal. Wir machen einfach mal. So, mal hier lang gehen. Da ist ein Verbinder da. Stilissimo. Da vorne ist ein Gegner. Schadenmithilfe. 10 Punkte. Wow. Aber übrigens mal das Visier umstellen. Decken, das ist nämlich ein bisschen kacke. Nebelwand. Da kommt ein Nebelwand. Und da kommt ein Gegner. Hallo, da ist ein Gegner. Das sind sogar 2 Gegner. So ein Idiot.
Ja. Oh. Mein Gott. Oh. Ich schmeiß erstmal eine Granate. Das wird das Beste sein. Ha! Ich habe ihn sogar getötet. Hat sich voll gelohnt, die Granate zu werfen. Mal da hinwerfen. Zack, den haben wir auch noch. Mach mal einfach mal den Luftschlag da unten hin. So. Ich weiß sowieso immer nicht, wo ich den hinmachen soll. So, unser Team ist erster. Also unser Squad ist erster. So, Fire Team. Das ist unser Teamkollege. Das war eine Granate. So, ich finde, dass die Runde doch schon mal ganz gut läuft. Und jetzt machen wir einfach mal ganz gemein. Plupp. Hier drinnen. Kann man da nicht durchschießen? Das ist Holz, verdammt. Oh, 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 scheiße. Oh, da wird es von hinten geholt. Das ist natürlich bitter. Yay, neue Freischaltung. G3, KA, 4, KSK. Alter. Bitte noch mehr. So, Buddy Spawn, yeah. Fire Buddies. Ach, ich hasse diese Visier so sehr. Oh. Oh. Alter Falter, hört doch auf. Ich hoffe, er kommt nicht auf die Idee, in das Fenster zu gehen. Weil hier unten gerade ein Feind. Oh ja. Da kamen auch zwei Granaten an. Jetzt fühle ich mich hier ein bisschen sehr unsicher. So, alleine. Mörser. Ui. Hör doch auf. Da oben ist einer drinne. Gut, dann schmeißen wir einfach mal eine Granate rein. Buddy Kill, Buddy Kopftreffer, ich bin gestorben. Von hinten. Ja, man sollte in beide Richtungen mal gucken. Scheiße. So. Jetzt bin ich ja genau da gespawnt, wo die mich eben erschossen haben. Yeah. Egal. Es war schon wieder verdammte Scheiße. Es wird wohl immer sein, wenn das vorbei ist. Scheiße. Okay, wie machen wir das denn? Egal, gehen wir erstmal auf meine Waffe. Wir haben zwei neue Tarnmuster sogar freischalten. Einmal dieses tolle Tarnmuster und dann noch das nicht. Das frei. Yeah. Aber das gefällt mir doch eigentlich relativ gut. Nehmen wir das mal. Winterwuster, auch wenn wir bis jetzt nicht auf einer Wintermap waren. Egal. So, Waffe wählen. Was können wir denn hier noch wählen? Haben wir denn irgendwas schon freigeschalten? Haben wir nicht. Na gut. Rang 8 wird das nächste sein. Einen polnischen Krom-Angreifer. Oder was? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es noch nicht so. Ja.
Es ist irgendwie alles noch ein bisschen komisch hier. So, was haben wir? Wir haben Scharfschützen und wir haben den Speer freigeschalten. Jetzt haben wir hier hinten, nee, noch nicht komplett das ganze Team, aber kurz davor. Die haben sogar, siehst du, jetzt sehe ich, der hier, der Gute, der mit dem G3, der Klassenfertigkeit Granatwerfer und Granatentyp Splitter. Ihr habt ja gesehen, diesen Granatenwerfer, den ich da mal kurz rausgeholt habe. Ja. Den hat der als Klassenfertigkeit, okay, gut zu wissen. Jetzt hat natürlich der Scharfschütze eine Aufklärungshaltung. Was ist das? Das wollte ich gerne mal wissen. Ich gehe einfach mal auf Einheit anpassen. Ja, wir müssen einen koreanischen Scharfschützen nehmen, warum auch immer. Ab wann ist das Deutsche freigeschaltet? Ab Rang 58. Okay. So, er hat als Granatentyp eine Anhörungsmine. Ist natürlich sehr praktisch für einen Scharfschützen. Und eine Aufklärungshaltung, was auch immer das ist. Vielleicht, dass, wenn ich die anvisiere, dass die auf der Map erscheinen oder so, keine Ahnung. So, der hier, den haben wir ja noch nicht. Der hat Klassenfertigkeit, schusssichere Panzerung. Ich denke mal, der wird gut was aushalten. Und eine ferngezündete Mine, das ist natürlich schon nicht schlecht. Pionier soll das sein, okay. So, da haben wir hier Klassenfertigkeit, Unterstützungshaltung. Das ist der Kanonier, das ist der gute Mann da. Mit den Minisplittern, die haben wir ja schon gesehen. So, dann haben wir hier eine neue Klasse, den schwedischen SOG-Speer. Mit Hochleistungsmunition und Granatentyp Blend. Und dann haben wir hier noch Klassenfertigkeit bei den Spec Ops Heinz, ihn hier, den Kanadier, Signal Scan und Granatentyp Splitter. So, wenn man jetzt natürlich, warte mal, gehen wir hier mal auf Waffe wechseln. Das kann man natürlich nicht machen, der. Okay. Also, es scheint, dass jede Klasse ihre eigenen Waffen haben. Was natürlich ziemlich krass ist, da es ja doch ziemlich viel gibt. Gehen wir mal auf. Ups, nein, das weiß ich nicht. Gehen wir einfach mal hier. Einheit anpassen. So, ja, hier haben wir den schwedischen Typen, Heinz, wie auch immer. Den deutschen für diese Klasse gibt es ab Level 47. Ich weiß auch nicht. Hat das mit der Waffe zu tun, was sie dann reinnehmen? Das ist halt immer die Frage. Also, so richtig weiß ich noch nicht. Kann ich mit dem ganzen Zeug hier noch nichts anfangen. Mal auf. Nee, nicht auf alle anwenden. Oh Gott, ihr seht, ich bin ein bisschen überfordert. So, Waffe wählen, was haben wir denn? Achso, ja, gut, jetzt ist hier. Naja, nur mal eben die Einser weg. Ich gehe einfach mal hier. So, das zu zeigen ist vielleicht auch mal interessant. Ich gehe jetzt mal auf den schwedischen Speer. Immer auf Optik. So, Optik, da haben wir hier oben das Visier. Guck mal, Kim und Korn wird aber erst mit verschiedenen Challenges freigeschalten. Dann haben wir hier jetzt standardmäßig ein Reflexvisier. Dann haben wir ein Standardvisier-Trier, keine Ahnung, halt verschiedene Visiere. Hier denke ich mal an, ja, My4Scope. Das ist natürlich sehr praktisch auf einer MP. Sieht zumindest so aus wie eine MP. Oder? Ja, egal. So, dann haben wir hier eine Laufkonfiguration. Das ist ein leichter Lauf. Und dann gibt es hier noch einen Standardlauf. Hier oben, oben rechts bei den Waffenstatistiken, seht ihr auch immer, inwiefern sich das alles verbessert oder verschlechtert. Das rote halt verschlechtert und das blaue verbessern, ist ja klar. Also man kann schon einiges hier einstellen. Hier haben wir noch ein Mündungs... Was ist denn das? Mündungsbremse. Was auch immer das bringt, scheint nur... Ja, scheint nur optisch zu sein, super. Dann haben wir hier noch ein Griffstück, das hier in Standardschaften hier mit, was, mit G-Kreiser, keine Ahnung. Weniger Beweglichkeit, aber mehr effektive Reichweite, das ist natürlich praktisch. Dann haben wir noch Magazinstil, was das bringt, wahrscheinlich auch wieder nur Aussehen. Ja, keine Ahnung. Ja, Tarnmuster hat man ja schon, gibt schön viele. Es dürfte für jeden was dabei sein, auch in den verschiedenen Stilen hier, Wüste, beziehungsweise Sand, Wald, Erde, Schnee, Stadt und Spezial. Gucken, was gibt's denn hier so bei Spezial? MOH Dev Team, ah, das ist ja cool. Ein lilanes Gewehr, Revolverheld, Neptun, Wolfstrudel, ah, gibt schon geile Tarnungen da. Schlangenhaut, Baumrinde, ah, taktisches Pink, na Mensch, das ist ja total taktisch.
Was ist das? Okay. Atlas. Oh mein Gott. Also hier gibt's ja brasilianische Eidechse. Also es gibt sehr spezielle Tarnung, wie man hier sieht. Die heißen auch extra spezial. Ja, und halt so Standardtarnungen wie Stadt. Ja gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht aussehen. Egal. So kann man seine Waffe verbessern, konfigurieren, wie man will. Ich habe hier noch 6 Freischaltpunkte. Keine Ahnung was. Gehen wir mal was. Guck mal, was gibt's denn hier noch? Ich gucke mir das jetzt mal mit euch an. Statistiken, Einführung. Das Spielerbanner beinhaltet den Spielernamen. Jetzt habe ich eine leicht verstopfte Nase. Das ist schön. So. Ach ja, diese Jahreszeit ist toll. So. Das Spielerbanner beinhaltet den Spielernamen, die Flagge der aktuell ausgewählten Einheit, den Rang der aktuell ausgewählten Klasse, die höchst bewertete Waffe, den Spielerrang, das Abzeichen des Spielers Platoon, falls er Teil eines Platoons ist. Wenn du im Spiel jemanden ausschaltest, sieht dein Opfer dein Spielerbanner auf den Killbildschirm. Ja, das haben wir ja schon gesehen, das ist hier dieses Tolle. Wir haben ja auch schon sogar ein bisschen was. Wow! Keine Nation ausgewählt, Warfighter-Nation. Doppelte EP inaktiv, derzeit ist doppelte... Ah, okay. Unbenutzte Tokens, 10. Nicht geclaimte EP, 500. Gesamtpunktzahl, 15.000. Weil Token, und was ist denn das mit den Token? Das habe ich mir auch schon gefragt. Man kriegt hier nach den Matches immer Token, oder meistens. Und ich weiß absolut nicht, was man damit anfangen kann. Investierte Token und erhalte weitere Infos auf battlelog.medalofhonor.com Nations. Das muss ich dann wohl mal machen. Ja, nicht schlecht. So, hier sehen wir, da ich die G3 ziemlich oft benutzt habe, dieses kleine G3-Zeichen. Das hier wird, denke ich mal, die Klasse dazu sein. Unser Level, unser Land, da. Nein. So, Spielerinfo öffnen. Ah, Präzision. 15,7. Okay. Sieg-Niederlage, genau 50%, auch nicht schlecht. Killverluste 1,04. Immerhin im Positiven. Alter. Jetzt muss ich mich ja extrem scheiße angehört haben. Was geht ab? Cool. Ja, da war meine Stimme mal kurz nicht da und so. Angreifer haben wir 4.477 Punkte, Kanonier 312, Speer 0. Ja, hab schon noch nicht gespielt, Speer. Kein Wunder. Punkte pro Minute 223,59. Was ist Interagieren? Profil anzeigen. Oh. Ja. Jetzt haben wir Origin geöffnet, das will ich nicht. Oder? Was gibt's denn hier? 7 Freunde. Uah, 10 Spieler. Ja. Keine Ahnung. Schön. Da habt ihr auch mal gesehen, was für Spiele ich noch habe. So, schließen. Was gibt's hier noch? Wir gehen auf meinen Soldat. Wir gehen auf kommende Auszeichnung. Effektivitätsbelohnung. Eliminiere 30 Gegner mit Primärwaffen. Okay. Deutsche KSK verdienstvolle Einheit. Eliminiere als Einheit des deutschen KSK 100 Gegner. Haben wir schon 26. Passt doch. Atlas-Medaille in Bronze. Eliminiere 1000 Gegner. Ja, das so typische Aufgaben. Seit 10 Mal im siegreichen Team. Eliminiere als Angreifer Klasse 200 Gegner. Als Verteidiger. Ne, als Kämpfer. Als. Achso. Angreifer. Ah, das ist schon wieder was anderes. Okay. Quatsch, okay. Deutscher KSK, tapfere Einheit, eliminiere als Einheit des deutschen KSK 1000 Gegner. Huh. Gut, das wird alles ein bisschen dauern zur Freischaltung. Haben wir wieder ein bisschen was freischalten hier. Erziele 20 Kills mit G3 KA4 KSK Scharfschütze. Punktwert 1000, Fortschritt 20 von 20, Freischaltung haben wir nicht, keine Ahnung. Ausrüstung HK, Dioptier, Kim und Korn, Visier, Aimpoint, Comp, CS, was auch immer das ist. Hier sieht man es. Übrigens auch sehr schön, was als nächstes so kommt und was man als letztes so freigeschalten hat. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sag mal, ja gut, so eine Klassen Beschreibung, denke ich mal, weil wir haben hier den Speer freigeschalten. Da steht, dass er Hochleistungsmunition hat, Bandgranate, Sturmgewehr. Und dann sehen wir genau das. Die offensive Unterstützungsaktion. Das sind halt diese Punkte, die man kriegt. Man kann ja dann offensiv oder defensiv einsetzen.
Bei Offensiv sieht man hier einen RQ-11 Raven, der leistungsstarken Sensoren der Raven spüren feindliche Kämpfer auf und übermittelt deren Position an alle verbündeten Einheiten im Operationsgebiet, quasi eine UAV. Dann haben wir hier einen Bomblet-Mörser-Angriffe mit den Luftdetonationsmörser, die ihn dazu, Gegner unter Beschuss zu nehmen, die sich verschanzt haben oder hinter einer Deckung aufhalten. Er kommt dann zum Einsatz, wenn direkter Beschuss wirkungslos und ein Frontalangriff zu gefährlich ist. Dann haben wir hier noch einen Little Bird, einen Apache-Pilot als letzte Stufe. Dann müsste jetzt eigentlich noch ein defensive Ding da stehen. Eigentlich. Ja. Na gut, egal. Das ist also das Fenster, wo man hier was man als jetzt freischalten hat und was man noch freischalten wird, so die nächsten Sachen. Das sieht ja scheiße aus. Egal. So, gehen wir mal auf meinen Soldat. Gehen wir auf. Okay, da waren wir schon. Spielerbestenliste, Spielerinfo. Ja gut, da waren wir auch schon. Schließen, Spielerbestenliste brauche ich eigentlich nicht zu gucken. 2000 Punkte pro Minute. Was? Krass. Ja, meine Waffe. Da gehen wir jetzt mal hier Waffe wählen. Waffenklasse wechseln. Da müssen wir den nehmen. Dann gehen wir auf Waffe wechseln. Dann wählen wir die Waffe und gehen auf Optik, genau. Hier haben wir jetzt, das ist das Standardvisier gewesen, was mir absolut nicht so gefallen hat, weil man hat Standard dieses Riesenvisier und muss dann erst umschalten mit mittlerer Maustaste übrigens auf das kleine Visier. Hier hat man so ein schönes Reflexvisier, was die Vergrößerung natürlich extrem kleiner macht, aber die Beweglichkeit ein bisschen mehr. Und hier mit den Kim und Korn sogar noch mehr Beweglichkeit, wobei ich glaube ich eher das nehmen werde. Scheiße, es gibt noch mehr Visiere. Habe ich die schon freigeschaltet? Habe ich noch nicht freigeschaltet. Schade. Okay. Das wird dann, denke ich mal, nur in der Optik irgendwas ändern. Laufkonfiguration. Gibt es nichts Neues? Gibt es hier was Neues? Bestimmt wieder, wenn dann eh nur aussehen. Aber hier haben wir zum Beispiel einen Schalldämpfer, was wir noch drauf machen können. Einen verschiedenen. Das hat man bei der anderen Klasse noch nicht. So, hier haben wir auch nichts Neues. Kann man hier ein neues Magazin und so? Nee, kann man auch nicht. Ja, warum nicht? So, das haben wir ja vorhin erst ausgewählt. Sag mal, hatten wir nicht noch mehr freigeschalten für das Ding? Egal. So, ich würde sagen, wir gucken einfach nochmal nach einem Spiel. Spielersuche. Was machen wir jetzt mal für einen Einsatz? Ich würde gern eigentlich erstmal wissen, was ist das hier unten eigentlich? Party Lobby, ja. Gehen wir mal hier, so, was gibt's denn hier? Rekord gebrochen, 5 Kills Serie als 10. Klasse. Vor 14 Minuten, 0 Salut. Yay. Achso, das ist, was ich erreicht habe und ja, gut, das geht ja hier alles über dieses tolle Social Hub, wenn man das mal, ach ja, das war das ja gerade, hier. Geht's, wenn man im Battlelog drin ist, kann man auch auf Medal of Honor umschalten, wenn man Battlefield schon hat oder wenn man das hat. Dann ist das eigentlich quasi dasselbe wie bei Battlefield, nur nicht so, nur halt auf Medal of Honor ausgelegt. So, ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie man, ach, ist das alles dasselbe hier? Keine Freunde. Voice over IP, aus. Kanal auswählen. Aus, ja, hier ist es. Wähle hier deinen Voice over IP Kanal im Spiel aus. VoiceOverP aus. Ha! Ich hab's geschafft. Steht das jetzt auch überall da? Sehr schön. Gut, dann dürfen wir ja jetzt niemanden penetranisieren. Gehen wir mal, auf was gehen wir denn? Was gibt's denn noch? So, Angriffssätze. Angriff zerstören aller Einsatzziele, Verteidigung 75, Angreifer töten. Quasi ein Rush-Modus. Nimm an Sektorkontroll und Team Deathmatch teil. Mensch! Jetzt ist was los. Erobere mehr Sektoren innerhalb der Zeitvorgabe. Stürze dich in einen beliebigen verfügbaren Spielmodus. Nee. Verteidigen. Spielmodi Krisengebiet. Nehmen wir mal hier.
alle Kampfeinsätze Playlist mit aussieht, Kampfeinsatzmodi. Die Spielersuche läuft und ich hoffe, wir finden was. Relativ schnell. Ja. Gut. Hätte mich gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Weil das Spiel ist ja eigentlich noch relativ neu. Ich habe zwar schon von einigen gehört, dass es nicht so toll sein soll, aber ich wollte mich selber davon überzeugen. Somalia-Festung. Das Meer von Somalia ist schon lange das Einsatzgebiet einheimischer Piraten. Dank Festung und Verstecken landeinwärts konnten sie ungestört operieren. Bis jetzt. Boah. Da hinten läuft schon unser Teamkamerad rum. Prototype Ninja. So, was nehmen wir denn jetzt für eine Klasse? Wir nehmen mal den Speer. Pass, Geld und Waffe. Gehen wir. Feindliche Drohne. Uiuiui. So, 4 gegen 4, super. Die Grafik mal ein bisschen hochschrauben, fällt mir gerade mal auf. Auf Verteidigung vorbereiten. Dann gehen wir da mal hin. Oh. Da war doch gerade einer. Schön doch sogar noch. So eine Scheiße. Ja, mach ihn doch kaputt. Oh Gott. Ja. Das war super. Super gelöst. Ach. Ich laufe immer wieder falsch. Eben schon. Super. Also, ja. Es läuft gut. Es läuft gut. Ich laufe schon wieder hier rein, obwohl ich hier nicht rein will. Was gibt's denn noch so? Kann man hier irgendwie... Kann man nicht. Jawohl. Und da unten ist einer mit der Axt. Super. Sag mal, kriegen die das nicht mit? Hören die nicht mit Sound oder so? Sag mal, was habe ich denn hier für Teamkollegen? Mein Gott, wie ist eigentlich Nahkampf? F, okay. Gut zu wissen. Hochleistungsmunition, was ist denn das? Okay, ich habe jetzt mal Hochleistungsmunition drin. Hier ist C. Das müssen die Gegner angreifen. Hier oben kann man nichts machen. Schade. Oh, da ist einer. Ui. Der ging aber schnell dann. Oh, ein feindlicher Helikopter. Aber ich habe hier, glaube ich, gerade... Ja. Uiuiuiui. Man braucht genau 10 Schuss, um auf den Gegner... Wenn man alles trifft. Gut zu wissen. Schlecht ist natürlich, dass ich gleich tot bin. Hui. Kann man den aus... Alter. Der Little Bird hat mich weggeholt. Schön. Ich hab... kaum was mitbekommen. Warum nicht? So, wir hätten eigentlich auch bei unserem Buddy spawnen können. Ich nehme mal die Hochleistungsmunition rein. Was? Och. Klasse wechseln. Gehen wir mal auf den Kanonier. Ne, warte mal, den hatten wir vorhin schon. Gehen wir mal auf den Spec Ops. Müssen wir jetzt wirklich immer wieder neu werden? So. Was haben wir denn hier? Einen leckenden Teamkameraden. Das ist so... Wow. Erstmal hinlegen. Uiuiui. Hier ist aber... Ja. Idiot.
So. Hallo? Ha! Jetzt ist es nicht mehr. Gut. Voice over IP ist wirklich aus. So, jetzt kann ich auch mal hier ein bisschen was belabern, wenn wir das hier sehen. Wir sehen hier oben den, die Sachen, die wir so verdient haben im Laufe des Spiels. Hier unten ist unser Level, in der Mitte zumindest. Da unten haben wir wieder einen Token freigeschalten für Warfighter Nations. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Wir können nicht auf Auszeichnung und auch nicht auf Serverbestenliste gehen. Das ist super. Achso, wir müssen hier unten noch weiter drücken. Aha. Und 3-6. Ja, gut. Ist jetzt nicht so toll. Ich wurde aber auch ins Spiel ganz schön reingeschmissen. Muss man mal so sagen. Fehlerinformationen auf den Server werden Inhalte benötigt, die du nicht hast. So eine Scheiße hier. Okay, die Warfighter Nation ist Top-Nation. Japan, Deutschland, Spanien. Okay, cool. Schnelles Spiel. Alle Team Deathmatch. Ja, komm. Zoomen wir nochmal ein Team Deathmatch und dann machen wir so langsam Schluss. Oder nee, warte mal. Ich will. Nein, nicht Party Lobby. Nein. Spiel finden. Ich will mal noch einen anderen. Sector Control. Nehmen wir mal Sector Control. Das ist natürlich immer der Nachteil. Wenn man so ins Spiel reingespissen wird und dann hat man irgendwie die DLCs nicht. Aber naja. So, das wird, denke ich mal, ein ganz normaler Herrschaftsmodus sein. Ja. Ich habe keinen Fireteam Buddy. Bin ich überhaupt, ist überhaupt die, irgendjemand auf den. Ja, und man hört komische Musik, das ist toll. So, wir haben eine Schneetarnung mitten im Wald, das ist praktisch. Alter, kann derjenige bitte aufhören? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Du brauchst eine. Greifen nördlichen Sektor an. Irgendwie. Also mein Mikrofon zeigt ja nicht an, dass ich was sage. Aber ich habe das Gefühl, mich eben selber gehört zu haben. Egal. Was ist das? Mein Arsch! Achso, ja. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Immer noch aus. So, ja, keine Ahnung. Buddy Spawn. Aber nicht als. Ja. Laufen wir einfach mal. Was haben wir denn? Ein Signal-Skin? Ah. Krass. Uiuiui. Nein. Alter. Huh. Ist doch gut.
weil ich bin. Oh, ah, gut zu wissen. Scheiße. Hier war doch gerade so einer. Stirbt der bitte mal? Wow. Das sind ein paar viele. Tot. Switchblade, was ist das denn? Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Wow. Okay. Hier gibt es also mehrere Eingänge. Gut zu wissen. Kann man hier durch? Kann man nicht. Unsichtbare Wand vor der Wind. Yay. Das war's, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Schön. Gott. Nein. Zurück zum Menü. So, ja, gut, das war wohl das Schlechteste angespielt, was ich je gemacht habe, weil mich das mit den Ingame-Reden gerade ein bisschen aus dem Takt gebracht hat. Hat man bestimmt gar nicht gemerkt oder so. Ja, gut. Ich werde vielleicht irgendwann nochmal was machen. Vielleicht werde ich auch einen Singleplayer-Let's Play, ich weiß nicht, wenn ich irgendwann mal nichts mehr zum Let's Play habe, mache ich den Singleplayer. Weil im Moment habe ich noch genug zu tun, ich meine, der Singleplayer, boah. Ob ich jetzt ein Black Ops spiele oder das, ist natürlich kein großer Unterschied. So, hör ich mal auf, hier rumzuschalten, nicht, dass ihr verwirrt wird. Übrigens kann man hier 1500 Euro Preisgeld gewinnen. Hey, cool. So, ja, das war angespielt Wettlauffahrer Warfighter Multiplayer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch und ein bisschen planlos gerade war. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns in einem der nächsten Videos und ciao, Leute!